eine tolle Atmosphäre, das ist wirklich ein Ort für Inspiration, ein Ort für Austausch. Und das Spannende ist ja vor allem die Themenvielfalt, ja. Da geht es um Digitalisierung, das ist klar. Es geht um Blockchain, es geht um Fintechs, es geht aber auch einfach um Provisionserlöse. Es geht darum, wie verdienen Banken in Zukunft Geld. Es geht aber auch um HR-Themen in der Welt der Digitalisierung. Also das macht das so inspirierend hier. Wir haben sehr, sehr viele interessierte Teilnehmer aus allen möglichen Expertenbereichen, die heute mit ganz viel Elan dabei sind. Herzlich willkommen zum Finanzbarcamp aus dem Comdirect. Ja, mein Name ist Sven Deglo, ich bin Vorstand bei der Comdirect Bank. Ich freue mich, heute euch so zahlreich hier zu sehen. Ich habe auch den einen oder anderen schon gesehen, der letztes Jahr in den Diskussionen dabei war. Ich wünsche uns allen gemeinsam einen spannenden Tag und werde mir jetzt auch gleich mal so einen kleinen Zettel fragen. Hallo, mein Name ist Markus und ich würde mich gerne austauschen zum Thema Zukunft von Regionalbanken. Mein Name ist Ulrike und ich würde mit euch gerne über die Digitalisierung im Firmenkundenbereich bei Banken sprechen. Ja, hi, wir sind Janis und Moritz. Wir wollen heute über die Blockchain sprechen. Mein Thema heißt Finanzbegleiter 25. Wie sieht eigentlich das Banking aus in der Zukunft? Ich wohne in Shanghai, in China und berichte oder diskutiere gerne mit euch über WeChat, WeChat Payments, Alipay, was passiert denn überhaupt in dem Markt. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg. Auf geht's. Barcamp ist, denke ich, ein super Format, das selbstgesteuert moderieren zu können und eben Impulse zu setzen. Ja, ja, mir hat es super gefallen. Also ich fand richtig toll, dass es wirklich einfach offene Diskussionen waren. Ich war letztes Jahr auch in Offenbach dabei und es hat mich so begeistert, dass ich auf jeden Fall in diesem Jahr wieder dabei sein wollte. Ich fand heute Morgen die Stimmung schon wahnsinnig gut. Hier werden Lösungen erarbeitet und nicht Probleme besprochen. Die Spontanität ist, glaube ich, das, was es wirklich entscheidet. Es gibt, glaube ich, kaum eine Konferenz, wo man so schnell zu einem Moderator von einer Session wird. Und das ist das, was es eben halt auch so spannend macht. Aber es waren wirklich kleine Gruppen, die sich sehr intensiv ausgetauscht haben. Und das war großartig. Ich finde es super. Gerade die Diskussion mit den unterschiedlichen Teilnehmern hier, die erweitern durchaus nochmal den Horizont. Ich merke, dass viele Experten da sind, die unglaublich viel wissen. Natürlich gibt es viele Banker hier, aber es sind auch immer wieder andere Stimmen zu hören, die dann auch ganz neue Aspekte einbringen. Und das fand ich sehr schön. Ich selber habe auch ein Thema mit reingebracht. Wir haben eben uns gefragt, was bedeutet die Digitalisierung für die Mitarbeiter in den Unternehmen? Mich persönlich hat es wahnsinnig gefreut, dass so viele für dieses Thema heute gestimmt haben, weil damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Der Literaturnobelpreis ging an Bob Dylan, der hat gesungen, "The times they are changing." Ich glaube, keine andere Industrie erlebt das derzeit so stark wie die Finanzindustrie.